Die meisten Kinderzeichnungen sind fröhlich oder zaubern uns ein Lächeln aufs Gesicht. Doch wie reagieren wir, wenn wir auf einmal Zeichnungen wie diese finden? Im heutigen Video sprechen wir über gruselige Kinderzeichnungen mit wirklich verstörenden Hintergrundgeschichten. Die ersten Zeichnungen habe ich auf dem YouTube-Kanal Mr. Nightmare gefunden und sie sind alles andere als freundlich. Er hat diese Zeichnungen von einem seiner Abonnenten geschickt bekommen mit einer wirklich verstörenden Hintergrundgeschichte. Die Zeichnungen, die ihr sehen werdet, stammt von einem 11-jährigen Jungen namens Rocco aus Ottawa, Kanada. Die Eltern des Jungen verreisten für 2 Wochen und stellten die Babysitterin Alicia ein. Rocco war sehr ruhig, wenn ich da war, und blieb die meiste Zeit für sich. Er war fast immer in seinem Zimmer und kam nur raus, um Essen aus dem Kühlschrank zu holen oder um im Keller Videospiele zu spielen. Alicia versuchte sich gleich am ersten Tag mit Rocco anzufreunden, aber gab das Ganze schnell wieder auf. Sie merkte, dass Rocco irgendetwas gegen sie hatte. Vielleicht mochte er sie einfach nicht. Oder vielleicht war er einfach nur ein extrem unfreundliches Kind. Irgendwie war Rocco gruselig. Ich verbrachte daher die meiste Zeit damit, meine Schularbeiten zu erledigen oder Filme zu schauen, da er sich ja eh nicht blicken ließ. Alicia wusste nur wenig über Rocco, aber ihr fiel sofort seine Sammelleidenschaft für Spielzeugwaffen auf. Sie lagen überall im Haus. Nerf-Pistolen, Airsoft-Gewehre und alle möglichen anderen Arten von Spielzeugwaffen. Alicia konnte sich nur vorstellen, wie Roccos Zimmer aussah, denn reingetraut hatte sie sich bisher noch nicht. Es wurde langsam Abend und Alicia legte sich ins Gästebett. Ich konnte einfach nicht schlafen. Irgendwie hatte ich so ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Und auf einmal hörte ich ein Geräusch. Es war Rocco, der sich scheinbar aus seinem Zimmer schlich. Ich konnte genau hören, wie die Tür des Gästezimmers leise aufging. Und dann verstummten seine Schritte doch. Ich wusste aber, dass er immer noch im Türrahmen stand. Alicia setzte sich auf und starrte zur Tür, in der Rocco stand, und fragte ihn: Was ist denn los? Brauchst du irgendwas? Doch Rocco rannte zurück in sein Zimmer und schloss die Tür. Am nächsten Morgen, als Alicia aufwachte, wollte sie mit Rocco das Gespräch suchen. Sie ging zu seinem Zimmer und öffnete die Tür. Doch Rocco war nicht in seinem Zimmer. Bestimmt war er schon wieder unten im Keller und spielte irgendwelche Spiele. Auf dem Boden von Roccos Zimmer lagen Zeichnungen von Waffen. Na klar, was denn auch sonst? Er ist verrückt nach Waffen. Doch daneben lagen noch mehr Zettel. 4 davon waren mit Heftklammern aneinander getackert und auf dem Deckblatt stand die Babysitterin. Ich musste es mir einfach anschauen, aber möglichst schnell, bevor Rocco zurückkommt. Ich zog also mein Handy aus der Tasche und während ich immer wieder zur Tür starrte, machte ich Fotos von den Zeichnungen. Als Alicia sich die Fotos im Wohnzimmer auf der Couch ungestört ansehen wollte, staunte sie nicht schlecht über das, was sie sah. Sie konnte es nicht glauben und ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken, als sie sah, welchen Text Rocco geschrieben hatte. Es war ein ganz normaler Tag, bis Mama und Papa die Babysitterin zum ersten Mal mitgebracht haben. Sie hat etwas an ihr, das ich hasse. Ich denke, es liegt daran, dass sie hässlich ist. Sie ist ein riesiger Nerd. Ich will sie nicht in meinem Haus haben. Ich weiß nicht, wieso Mama und Papa sie eingestellt haben. Ich glaube, ich muss sie umbringen. In der Zeichnung sieht man eine Figur auf der Couch sitzen, die sie telefoniert. Diese soll wohl Alicia darstellen. In der Tür steht Rocco und spioniert sie aus. Alicia las weiter. Auf dieser Zeichnung sieht man Alicia in der Küche. Und es scheint so, als würde Rocco nach einem Küchenmesser greifen, während Alicia etwas aus dem Kühlschrank nimmt. Es ist Tag 3 und sie ist immer noch da. Meine Eltern müssen denken, ich bin ein Baby und dass ich eine nervige, hässliche Babysitterin brauche, die unser ganzes Essen und Trinken klaut. Die nächste Seite ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Sie hat mich erwischt, wie ich mich in ihr Zimmer geschlichen habe. Ich muss das nächste Mal leiser sein. Auf dem Bild sieht man, wie Rocco ein Messer hinter seinem Rücken hält und die schlafende Alicia beobachtet. Ich ging zurück in Roccos Zimmer, während er noch immer im Keller spielte. Und ich war geschockt, als ich das Küchenmesser fand. Es war also keine ausgedachte Geschichte.
Es war Realität. Alicia schickte die Fotos, sofort an Roccos Eltern und rief sie an. Erst wollten sie die Eltern davon überzeugen, dass Rocco sich wohl einen kleinen Scherz erlaubte. Doch die beiden gaben schnell nach und schickten Roccos Großmutter zum Haus, die den Rest des Urlaubs auf ihren Enkel aufpassen sollte. Alicia verließ am selben Tag noch das Haus, rief aber nicht die Polizei und akzeptierte die Bezahlung der Eltern für 2 Wochen und ihre Entschuldigung, aber nicht ohne den Eltern zu empfehlen, dass sie ihr Kind dringend zu einem Psychologen schicken sollten. Die nächste Geschichte ist wohl eine der bekanntesten, aber auch gruseligsten Geschichten, die ich je gelesen habe. Es ist die Geschichte von Lisa, auch bekannt als die Geschichte des kleinen pinken Rucksacks. Das ist Lisa. Sie ist meine Freundin. Meine Mama und mein Papa können sie nicht sehen. Deswegen sagen sie, Lisa ist eine imaginäre Freundin. Lisa ist eine tolle Freundin. Heute habe ich versucht, eine Blume in den Garten zu pflanzen. Ich wollte sie bei dem Sandkasten einpflanzen, aber Lisa sagte, das ist dort, wo ihr Papa schläft. Also habe ich die Blume in einen Topf mit Erde gepflanzt. Lisa ist heute mit mir in der Schule. Ich habe sie für das Projekt Zeigen und Erzählen mitgenommen. Aber Mrs. Monroe wurde wütend, weil sie Lisa nicht sehen kann. Lisa wurde traurig und hat den Tafelschwamm versteckt. Gestern war meine Geburtstagsfeier. Meine Mama hat Pizza gekauft, aber keiner ist gekommen. Lisa hat gesagt, dass Freunde vor der Tür waren und wieder gegangen sind. Aber sie haben Geschenke da gelassen. Ich habe 3 Barbies bekommen und Schuhe und $5. Ich und Lisa haben mit den Barbies gespielt. Mrs. Monroe war heute nicht in der Schule. Die Vertretungslehrerin heißt Mrs. Digman. Sie ist hübsch und nett. Und wir dürfen nach der Stunde Snacks essen. Ich wünschte, Mrs. Digman bleibt für immer. Heute hat Jonathan Parker mein Federmäppchen geklaut. Mrs. Digman hat es nicht gefunden. Also musste er mir seine Stifte geben. Lisa war auch in der Schule. Aber Mrs. Digman kann sie nicht sehen. Aber sie hat gesagt, sie glaubt mir, dass Lisa echt ist. Gestern war ich mit Lisa den ganzen Tag spazieren, bis der Mond schien. Papa war sehr wütend und hat gesagt, Lisa ist dumm und nicht echt. Lisa wurde traurig und ist verschwunden. Heute kam sie nicht in die Schule. Aber Mrs. Digman hat gesagt, dass Mrs. Monroe nicht zurückkommen wird. Papa war gestern den ganzen Tag arbeiten. Er kam nicht mal zum Abendessen. Heute ist er immer noch in der Arbeit. Mama hat mir heute Pudding für die Schule eingepackt. Ich liebe Pudding. Ich vermisse Lisa. Papa ist sehr beschäftigt in der Arbeit. Er kam auch am Wochenende nicht nach Hause. Mama ist sauer auf ihn. Ich werde Lisa einen Brief schreiben. Liebe Lisa, ich vermisse dich. Bitte komm zurück. Es tut mir leid, dass mein Papa gemein zu dir war. Du bist meine beste Freundin. Lisa ist gestern zurückgekommen. Sie hat sich entschuldigt, dass sie weg war. Und ich habe ihr gesagt, dass Papa nicht mehr heimkommt. Lisa hat gesagt, Mrs. Monroe und er schlafen jetzt so wie ihr Papa. Ich hoffe, sie wachen schnell wieder auf. Bei dieser Geschichte handelt es sich zum Glück nur um eine Creepypasta. Ein 19 Jahre altes Mädchen hat sie geschrieben, als sie eines Tages von ihren Kinderzeichnungen inspiriert wurde. Trotzdem ist es ihr in meinen Augen gelungen, dass die Geschichte in keiner Sekunde langweilig ist. Kommen wir nun zu der letzten Zeichnung und einer sehr, sehr wahren Geschichte. Diese stammt ebenfalls vom Kanal Mr. Nightmare und ist mit Sicherheit nicht weniger gruselig als der Rest. Dieses Bild hat mein Bruder gemalt, als er 6 Jahre alt war. Ich war zu dieser Zeit 14. Ich habe es an einem Nachmittag mal in seinem Zimmer gefunden. Man sieht rechts am Esstisch mich sitzen, mir gegenüber meinen Bruder und in der Mitte sitzen unsere Eltern. Sogar unsere Haustiere sind mit auf dem Bild. Aber ich wunderte mich schon, wer wohl der Mann sein könnte, der direkt hinter mir sitzt. Die große Schwester Tracy zeigt dieses Bild sofort ihren Eltern. Doch diese hielten den Mann auf der Zeichnung einfach nur für einen imaginären Freund. Als Tracy ihren Bruder darauf ansprach, sagte dieser nur, dass er nicht darüber sprechen darf. Auch die Eltern sprachen ihn auf den Mann an, doch bekamen die gleiche Antwort. Ich darf nicht darüber sprechen. Die Eltern glaubten nicht, dass etwas Böses hinter diesem Bild stecken könnte. Ich musste oft auf meinen Bruder aufpassen und an einem Tag hörte ich ihn in seinem Zimmer mit irgendjemandem sprechen. Ich ging in das Zimmer und dachte erst, er spielt und spricht dabei mit sich selber. Tracy fragte ihren Bruder, mit wem er da spricht, wo
woraufhin er mit einem bekannten Satz antwortete: Ich darf nicht darüber sprechen. Doch dann fand ich Bonbons in seinem Zimmer. Aber keine, die meine Eltern uns jemals kaufen würden. Ich fragte ihn, woher er sie hatte, doch bekam keine Antwort. Ich nahm die Bonbons, als mein Bruder mir noch hinterher schrie: Gib sie mir zurück! Tracy wartete, bis ihre Eltern zurückkamen und zeigte ihnen die Bonbons und fragte, ob sie diese gekauft hatten. Da ihr Bruder erst 6 Jahre alt war und gerade Sommerferien waren, gab es keine Möglichkeit, dass er diese Bonbons aus der Schule mitgenommen hatte. Die Eltern begannen sich langsam auch Sorgen zu machen und fragten ihn, woher er diese Bonbons hatte. Doch wieder keine Antwort. Der Vater gab dem Jungen Hausarrest, bis dieser antworten würde. An diesem Abend ließ ich meine Zimmertür offen, damit ich genau hören würde, wenn mein Bruder noch einmal mit jemandem sprechen würde. Es dauerte nicht lange, bis sie wieder ihren Bruder sprechen hörte. Sie sprang aus dem Bett, rannte zur Tür und riss sie auf. Mein 6-jähriger Bruder stand an seinem offenen Fenster und sprach mit einem Mann, der aussah, als würde er gleich durch das Fenster steigen wollen. Er hatte rötliche, gelockte Haare und einen Bart wie der Mann auf dem Bild. Ich schrie nach meinen Eltern. Der Mann floh vom Fenster und verschwand in der dunklen Nacht. Die Eltern verständigten sofort die Polizei. Der Junge wollte immer noch keine Antworten geben. Doch als die Polizei da war, begann er über den Mann zu sprechen. Der Mann hatte ihm gesagt, dass er niemanden von ihm erzählen dürfte. Sonst könnte er nie wiederkommen und mit ihm spielen. Der Junge wusste den Namen oder das Alter des Mannes nicht. Als die Polizei fragte, was die beiden gemeinsam machen würden, antwortete er, der Mann hätte ihm Süßigkeiten gegeben und mit ihm mit seinem Autos gespielt. Als sie fragten, woher er den Mann kennen würde, sagte er, er hätte ihn auf der Straße kennengelernt, als er im Vorgarten gespielt hatte. Der Mann hielt mit seinem Fahrrad an und gab ihm Süßigkeiten. Als der Mann versprach, mit weiteren Süßigkeiten zurückzukommen, verriet ihm der Junge, welches Fenster zu seinem Kinderzimmer gehörte. Der Mann wurde nie gefunden. Jedoch sind alle glücklich, dass nicht noch mehr passiert ist. Der kleine Junge war jedoch etwas traurig, dass er seinen Freund verloren hatte. Was haltet ihr von diesen Geschichten, die hinter diesen Zeichnungen stecken? Habt ihr auch gruselige Zeichnungen oder Bilder mit verrückten Geschichten? Sendet diese gerne an meine E-Mail. Mein Name ist Alex und wenn ihr euch für gruselige und mysteriöse Geschichten interessiert, folgt gerne diesem Kanal, um keine weiteren zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Und jetzt möchte ich mich nochmal bei Frau Nöll bedanken, die mit mir ein weiteres Video aufgenommen hat. Und ich hoffe, es kommen noch viele mehr. Dann auch nochmal ein großes Dankeschön an euch. Normalerweise habe ich immer einen Namen hinter mir stehen, aber ich habe einfach so viele liebe Kommentare bekommen, dass ich die eben mal kurz zeigen möchte. Ihr seid die beste Community, die es gibt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios! Ha ha ha!